Was geht ab, Freunde? Damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen FIFA 19 Video. Und ich nehme das Video jetzt hier original gerade um 1.51 Uhr auf. Ich glaube, das fokussiert jetzt nicht, aber 1.51 Uhr, ja, also es wird mal wieder richtig gehustelt. Ich habe nämlich ein paar Investments für euch am Start und die muss ich euch so früh wie möglich liefern. Und nur jetzt habe ich gerade Zeit dafür, deswegen wird das jetzt für euch geliefert. Also Leute, Lieferdienst FIFA Odds, das ist mal wieder am Start und ich habe heute mal auch wieder die Facecam ausgepackt. Ich dachte mir, komm, haust du sie einmal noch raus und dazu habe ich dann auch noch den High Hopes Pullover angezogen. Ich finde den richtig lässig, ist sehr, sehr angenehm, kostet auch gar nicht so viel. Link dazu ist natürlich auch irgendwo in der Beschreibung drinnen, ja, irgendwo drinnen. Denn es sind natürlich auch andere Sachen in der Beschreibung. Ich glaube, dritter, vierter Link, irgendwie sowas müsste das sein. Das ganze Video dreht sich heute um Eden Hazard und es ist natürlich nicht ganz sicher, dass der Eden Hazard auch als Player of the Month kommen wird. Ich würde mal sagen, zu 90% ist das safe, denn der spielt gerade ein richtig gutes Monat und beim Player of the Month geht es logischerweise nur um dieses Monat, welches gerade gespielt wird. Und ich denke mal wirklich, dass es Hazard werden wird. Die ganzen Investitionen beziehen sich zu 50% auf Hazard, aber auch teilweise eben allgemein auf den Player of the Month aus der Premier League. Das heißt, ihr könnt teilweise die Investitionen trotzdem machen, allerdings zum Beispiel nicht die belgischen Investitionen. Macht natürlich auch Sinn. Allgemein, Leute, möchte ich sagen, die Investitionen sind auf euer Risiko, ihr müsst das selbst entscheiden. Ich habe investiert, ob das für euch auch die richtige Entscheidung ist, müsst ihr selber wissen. Wenn ich Verlust mache, werdet ihr das auch machen. Wenn ich Gewinn mache, werdet ihr das auch machen, falls ihr genauso mit mir mit investiert. So, dann beginnen wir direkt mal und zwar, wann kommt denn überhaupt jetzt der Eden Hazard raus als Player of the Month? Und das wird wahrscheinlich schon diesen Freitag der Fall sein. Ich glaube, das war immer so rund um 14 Uhr, vielleicht auch 19 Uhr, aber das ist eigentlich auch gar nicht so wichtig. Hauptsache diesen Freitag, das heißt, ihr müsst auf jeden Fall vor Donnerstag noch investiert haben. Das ist ganz, ganz wichtig, denn sonst ist es auf jeden Fall schon zu spät. Es ist eigentlich jetzt sowieso schon etwas spät zum Investieren, aber es müsste trotzdem noch funktionieren. Und wenn er nicht am Freitag kommt, dann müsste er eventuell am Dienstag kommen. Das ist so die Prediction. Eine offizielle Meldung gibt es dazu noch nicht, aber Mané ist letztes Jahr, also der erste Player of the Month letztes Jahr, das war eben Mané, der ist eben am Freitag rausgekommen. Deswegen denke ich, dass Hazard auf jeden Fall auch am Freitag kommen wird. Bei der Player of the Month SBC gibt es verschiedene Anforderungen. Teilweise werden Spieler gebraucht von Mannschaften, gegen die Hazard dann eben zum Beispiel gespielt hat. Teilweise sind es Former Clubs, das heißt zum Beispiel bei Mané war das eben Southampton und Red Bull Salzburg zum Beispiel, da musstest du von diesen Mannschaften eben dir Spieler holen. Und teilweise werden aber auch zum Beispiel allgemein Premier League Spieler gebraucht und teilweise eben auch Spieler von der Nation, von der eben der Player of the Month dann ist. In dem Fall wäre das natürlich eben Belgien. Und da habe ich wirklich das meiner Meinung nach beste Investment, welches ich euch direkt zeigen werde. Und zwar ist das Castells. Der hat einfach ein 82er Rating. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn letztes Jahr, ich lese euch die Anforderungen jetzt hier vor. Letztes Jahr wurden bei Mané zwei Senegal-Spieler gebraucht. Zwei Senegal-Spieler. Und es gibt nicht so viele Senegal-Spieler. Genauso wenig gibt es auch Belgien-Spieler. Es gibt nicht so viele Belgien-Spieler im Spiel. Also Belgier, Belgien-Spieler, alles klar. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall brauchte man letztes Jahr zwei Spieler von der Nation des Player of the Months und dann insgesamt bei dieser Teil-SBC auch noch ein 82er Rating mindestens. Also brauchen wir im Endeffekt hochgeratete Spieler und im besten Fall dann auch noch Belgier. Castells ist das perfekte Beispiel. Der kostet einfach wirklich nur 1100 Münzen und den habe ich mir auf jeden Fall ein paar Mal geholt, auch einmal schon im Verein und ich werde mir den definitiv noch öfter holen, also das kann ich euch jetzt schon sagen, denn Castells ist, denke ich, ein sehr, sehr gutes Investment, weil ihr braucht 82er sowieso demnächst. Ja, es kommt demnächst die Halloween-Sachen kommen demnächst, die Scream-Karten und so und da braucht man auch ein 83er Rating. So war es zumindest letztes Jahr und in FIFA 17 auch und das Ganze wird rund um den 24.10. passieren. Rund um den 24.10. sollte die erste 83er Rating SBC kommen bei den Scream SBCs. Das heißt, dort braucht ihr dann Spieler mit einem hohen Rating. Also dort braucht ihr dann 83er, 84er und so. Natürlich da Leute auch auf jeden Fall jetzt schon investieren. Und genau deswegen ist so ein Castells auch niemals ein Fehlinvestment. Denn für 1000 Münzen so einen Castells, ja, mit einem 82er Rating, der wird spätestens zu diesen Scream SBCs steigen. Spätestens, denn auch 82er steigen, wenn du ein 83er Rating brauchst, denn du kannst zum Beispiel auch 84er und 82er verwenden. Das heißt, 82er werden demnächst sowieso in die Höhe gehen. Das heißt, Castells ist meiner Meinung nach das beste Investment für die Player of the Month SBC. Und darüber hinaus dann auch noch für SBCs, die sowieso kommen werden in FIFA 19. Es gibt wirklich, glaube ich, 5, 6, 7 Mal oder so SBCs, wo mindestens ein 83er Rating gebraucht wird. Also Leute, auch allgemein investiert in 83er und 84er, aber dazu wird wahrscheinlich noch
noch ein eigenes Video kommen. Gut, des Weiteren habe ich jetzt noch investiert in hochgeratete Spieler aus der Premier League. Natürlich kosten die 84er aus der Premier League mehr als 84er aus irgendwelchen anderen Ligen. Zum Beispiel hier Schmeichel für 3,4 ist schon ein bisschen teuer, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber an sich habe ich mir die halt trotzdem noch ersniped, auch auf jeden Fall. Der kostet eigentlich 3.700. Das würde ich euch auch immer raten, wenn ihr euch sowieso Spieler holt, wenn ihr investieren wollt, ersniped euch die Spieler. Das ist ganz, ganz wichtig, denn dadurch spart ihr einfach noch ein paar mehr Coins und ihr macht dann mehr Gewinn, wenn die Spieler eben gestiegen sind. Auf jeden Fall, Schmeichel könnte schon so hoch gehen auf 5-6k, wenn auf jeden Fall eine SBC kommt bei dem Player of the Month, wo du ein Rating brauchst und da brauchst du dann eben Spieler aus der Premier League. Da wird er auf jeden Fall steigen. Pickford für 2k geht auch noch fit. Patricio 1,9 ist auf jeden Fall jetzt nicht mehr das beste Investment, muss ich schon sagen. Also diese Investments, da bin ich mir nicht ganz sicher. Bei Castells bin ich mir wesentlich sicherer. Und dann habe ich mir noch Cech geholt für 1.100, ist ein 82er, in den kann man auf jeden Fall investieren. Aber auch die 83er werden in spätestens ein paar Wochen auch hochgehen auf über 2k. Deswegen ist es jetzt auch kein Beinbruch, falls die nicht gebraucht werden und ihr die dann eben in ein paar Wochen dann eben für so 2,5 oder so wegen irgendeiner SPC verkaufen könnt. Teilweise steigen die 83er ja auch auf 4,5. 1000 Münzen hoch. Das heißt, an sich ist das definitiv auch kein Fehlinvestment, wenn ihr lange genug wartet und die Spieler eben nicht dann panisch verkauft. Panisch verkauft, wollte ich sagen. Mann. Man merkt eindeutig, dass es schon 2 Uhr ist. Ja, also wenn ihr die lange genug im Verein haltet, dann werden die auch irgendwann steigen. Aber wahrscheinlich schon zum Hazard Play of the Month. Ich gehe wirklich stark davon aus. Und das letzte Investment, was wir noch getätigt haben, das ist Peter Cech. Und den habe ich einfach mal für nur 17.000 Münzen bekommen. Der kostet eigentlich so 18-19k, was auch sehr günstig ist für einen 84er Inform. Und auch ein 84er Inform wird irgendwann in FIFA in die Höhe gehen. Das heißt, auch das wird auf Dauer kein Fehlinvestment sein. Und den habe ich eben auch gesniped. Das ist genau das, was ich meine. Ich habe den Spieler gesucht und habe ihn gesniped. Innerhalb von einer Minute habe ich ihn dann für 1,5k günstiger bekommen. Und dann war es das auch schon, ja. Dann habe ich einfach mal 1,5k mehr Gewinn, wenn ich ihn dann verkaufe. Und das ist halt schon natürlich ziemlich Baba. Ein weiterer 84er Inform, der jetzt nicht so teuer ist und aus der BPL ist, das ist Matip. Der kostet so um die 20k, hier 22k. Also den bekommst du auf jeden Fall für 20k. Und ein weiterer wäre dann auch noch Granit Xhaka, der auch definitiv geeignet ist, um in ihn zu investieren. Aber an sich finde ich Peter Cech irgendwie am besten, weil der halt auch einfach am günstigsten ist von diesen Spielern. Mal schauen, was Xhaka gerade so kostet. Ja, der kostet auch so um die 20k und Cech kostet halt so, ich glaube, 18 bis 19k. Wir schauen jetzt auch einfach mal noch mal kurz rein hier. Peter Cech kostet im Moment, ich habe ihn wie gesagt für 17k gesniped sozusagen, ja, der kostet so 18k. Also das ist schon schwer in Ordnung für so eine Karte, ja. Der kostet genau 18k für so eine Karte. Das ist echt in Ordnung. Ein 84er Inform, der wird sowieso steigen. Und ja, an sich sind das eigentlich auch schon die Investments, die ich euch zeigen wollte. Den hier haben wir noch überteuert verkauft. Sehr schön. Anfangs wollte ich dieses Video als Speed Trading aufbauen. Das heißt, einfach kurz und knackig mal zeigen, wen ich mir geholt habe. Aber man muss einfach zu viel erklären drumherum und das wäre einfach nicht als Speed Trading durchgegangen. Und ja, hier habe ich dann auch noch die ganzen Premier League Spieler. Ich habe nämlich ein paar im Verein und ich würde euch raten, falls ihr noch Premier League Spieler im Verein habt, einfach behaltet die noch. Ja, behaltet die noch im Verein. Verkauft sie vielleicht am Donnerstag, wenn der Hype vom Player of the Month extrem groß ist oder ihr wartet halt und geht nur mal safe und oder halt nur mal safe. Ihr geht aufs Risiko, dass eben Hazard kommt. Und dann verkauft ihr die Spieler erst. Also entweder, ja, ich sage es jetzt nochmal, entweder ihr behaltet die Spieler und verkauft sie erst, wenn der Hazard draußen ist. Es kann aber halt auch sein, dass er eben nicht rauskommt. Aber ein anderer Spieler aus der Premier League wird auf jeden Fall kommen. Die Frage ist halt, brauchst du zum Beispiel so einen 78er, einen 79er? Den zum Beispiel habe ich geholt für 700 Münzen. Ja, einfach mal mitgenommen. Die Frage ist halt, brauchst du diese Spieler? Vielleicht steigt er am Donnerstag noch so auf 1,2k, 1,3 hoch. Gehe ich aber jetzt nicht davon aus. Aber falls es der Fall ist, würde ich den eventuell schon vorher verkaufen, weil vielleicht braucht man ihn gar nicht, weil er einfach ein zu niedriges Rating hat und einfach nicht gebraucht wird für die Hazard SBC. Also da müsst ihr auch ein bisschen pokern. Ich würde euch raten, die Spieler auf jeden Fall noch bis Donnerstag zu halten. Das ist die ganz safe Variante und dann eben zu schauen, ob ihr sie verkauft am Donnerstag oder eben wartet auf Freitag oder halt eben Dienstag. Mal schauen, wann die SBC überhaupt rauskommt, aber eben dann wartet, bis die SBC wirklich da ist. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, war es auch schon wieder mit dem heutigen FIFA 19 Video. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, in welche Spiele ihr investiert habt. Habt ihr vielleicht andere Investments, die ihr gut findet? Übrigens, ich würde euch nicht raten, in Hazard selbst zu investieren. Das finde ich viel zu riskant. Also no joke, ich finde das zu riskant. Würde ich einfach nicht machen, aber ihr könnt es natürlich machen. Wie gesagt, investieren immer selber entscheiden oder halt mit mir zum Beispiel mitgehen.
aber dann müsst ihr halt auch eben den Verlust tragen, den ich auch selbst trage, denn ich habe ja auch selbst investiert und Castells hole ich mir mindestens noch 5 Mal oder so, denn der lohnt sich einfach, der lohnt sich einfach sowas von. Und ja Leute, damit war's das, ja, checkt gerne die Links in der Beschreibung ab, einmal hole ich mir den guten Mann noch für 1-1, ja, schau, der ist sogar gerade, oha, es ist gerade 2 Uhr in der Nacht, ne, deswegen sind die Preise nicht so hoch und deswegen bieten die Leute ja gar nicht drauf, beziehungsweise die kaufen sich den nicht. Oh mein Gott, für 59 noch einen Castells bekommen, kann man mal mitnehmen. Also du kannst da keinen Verlust machen eigentlich. Ja, das müsste genau der gleiche sein. Egal Leute, damit war es mit dem Video. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Abend, einen schönen Mittag, was auch immer, wann ich das Video auch hochlade. Ich habe wie gesagt jetzt nur jetzt Zeit gefunden, das Video hochzuladen oder halt aufzunehmen. Schneiden kann ich es wahrscheinlich eh noch nicht direkt, aber wir müssen das irgendwie machen, denn ich muss euch ja die Investments liefern. Und damit bin ich auch schon wieder raus, Leute. Ich wünsche euch was. Vergesst nicht, habt immer High Hopes. Wir hören uns. Bis dann. Und ciao.